So viel Theorie mag jetzt vielleicht abstrakt erscheinen, deshalb will ich das Ganze an einem Beispiel illustrieren. Und zwar gibt es für die Abschlussprüfung, also für die Teil 2 Prüfung, einen möglichen Prüfungsversuch, der eine Sandmeier-Reaktion behandelt. Das ist die 2-Chlorbenzoesäure, die aus dieser Anthranilsäure hergestellt werden soll. Anthranilsäure, also eine Benzoesäure, die in Orthoposition eine Aminogruppe trägt. Das Beispiel möchte ich jetzt hier aber abändern, um damit nochmal auf die besondere Rolle des Anions am Katalysator zu sprechen zu kommen. Es soll jetzt hier also nicht 2-Chlorbenzoesäure hergestellt werden, sondern 2-Brombenzoesäure. So, los geht's mit der Diazotierung. Dazu verwenden wir wieder Natriumnitrit und nehmen an dieser Stelle HBr. Das Anion, das das Diazoniumsalz trägt, sollte möglichst immer das gleiche sein, das auch am Katalysator verwendet wird. Heißt also, wenn Sie eine Bromierung durchführen wollen, sollten Sie HBr verwenden. Bei der Chlorierung verwenden Sie HCl. Das dient dann dazu, um Produktgemische zu vermeiden. Es entsteht an dieser Stelle also das Diazoniumkation mit Bromid als Gegenion. Als Nebenprodukte entstehen Natriumbromid und zweimal Wasser. Und natürlich muss die Reaktion hier auch wieder gekühlt werden. Das heißt, wenn Sie den Versuch im Labor durchführen, müssen Sie da eine Schüssel mit Eiswasser drunter stellen. Um den Katalysator herzustellen, wird Kupfer-2-Bromid mit Kupferpulver in einem zweiten Kolben zusammengegeben und gekocht. Dadurch entsteht dann Kupfer-1-Bromid. Wenn Sie eine Sandmeier-Reaktion im Labor durchführen sollen, dann sollten Sie die Diazotierung und die Herstellung des Katalysators möglichst gleichzeitig durchführen, um Zeit zu sparen. Wenn sowohl die Diazoniumsalzlösung als auch der Katalysator hergestellt worden sind, dann können beide zusammengegeben werden. Das heißt also, der Katalysator wird in dem Fall vorgelegt, der ist im Becherglas drin und unter kräftigem Rühren wird die Diazoniumsalzlösung dazugetropft. Als Produkt entsteht die 2-Brombenzoesäure. Stickstoff wird abgespalten, der blubbert aus der Reaktion heraus, deshalb muss auch so kräftig gerührt werden. Was aus dem Katalysator jetzt wird, der schnappt sich das Bromid, das am Diazoniumsalz noch dran hing, und es entsteht dadurch wieder Kupfer-2-Bromid.